Die türkische Wahlkommission hat die Bürgermeisterwahl in Istanbul annulliert und eine Wiederholung angeordnet. Damit gab sie einem Antrag der Regierungspartei AKP statt. Die Republikanische Volkspartei CHP war bei den Wahlen am 31. März mit 0,2 Prozentpunkten Vorsprung auf den AKP-Kandidaten zum Sieger ernannt worden. Daraufhin hatte die regierende AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan die Annullierung und Wiederholung gefordert. Das wochenlange Gezerre um das Ergebnis in der größten Stadt der Türkei wurde auch international aufmerksam verfolgt. So könnte die Entscheidung der Wahlkommission sich auch auf die ohnehin angeschlagene türkische Wirtschaft auswirken und zu einem weiteren Verfall der Lira führen. Die Türkei befindet sich seit Ende des Jahres in der Rezession. Die Inflation liegt konstant hoch bei rund 20%. Vor allem Lebensmittel werden immer teurer.